Zwischenfrüchte sind ein wichtiger Baustein zum Erhalt und zur Verbesserung der Bodenfitness. Dennoch kollidiert oftmals die Zwischenfruchtaussaat in der arbeitsreichen Zeit im August mit anderen wichtigen Arbeiten wie der Ernte, der Stoppelbearbeitung oder auch der Rapsaussaat. Dieser Frage wollen wir näher im Rahmen einer Videoreihe auf den Grund gehen und verschiedene Aussaattechniken vorstellen. Mein Name ist Marco Schneider vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen. Eine Variante der Zwischenfruchtsaat ist die Vorerntesaat in einen stehenden Weizenbestand. Heute wollen wir ein ganz besonderes Verfahren hier ausprobieren, nämlich die Vorerntesaat mittels einer Drohne. Vorerntesaaten haben weitreichende Vorteile. Wie eben schon erwähnt, ist zum einen die Arbeitsspitze entzerrt. Zum anderen hat die Zwischenfrucht bereits einen Entwicklungsvorsprung und wächst möglicherweise dem Ausfallgetreide davon. Wie dies technisch umzusetzen ist, was für Besonderheiten dieser Drohnenaussaat hierbei hat, wird uns jetzt Herr Schmidt von Schmidt Solutions vorstellen. Herr Schmidt, bitte. Ja, danke, Herr Schneider. Ja, wir haben hier eine Agrardrohne mit 15 Kilo Nutzlast. Wir können mit dieser Drohne mit dem eingebauten Streuer völlig ohne Bodenkontakt die Zwischenfrucht in einen stehenden Weizenbestand streuen. Haben eben die Vorteile, dass man keine Pflanze beschädigen oder halt keine Pflanze runterfahren beim Drüberfliegen. Wir haben ein sehr schönes Streubild, durch das, dass wir hier einen 360-Grad-Streuer haben. Wir haben eine exakte Bodenanpassung, also wir können immer genau parallel zur Bodenkontur fliegen, was eben auch das Streubild nachher begünstigt. Ja, mit der Drohne haben wir noch anderweitige Einsatzgebiete, das ist zum Beispiel das Sprühen von Spritzpräparate im Demeterbereich. Das ist auch unser Haupteinsatzgebiet eigentlich. Und Streuer von Granulate, also Schneckenkorn oder Vergrämungsmittel haben wir schon gestreut. Herr Schmidt, wie hoch ist bei so einer Vorerntesaat in so einem Weizenbestand die Hektarleistung pro Stunde? Was schaffen Sie pro Stunde so auszusehen? Ja, also je nach Flächenstrukturen natürlich, die wir haben, schaffen wir und nach Streumenge, also zwischen 15 und 40 Kilo, liegen wir so bei 4 bis 8 Hektar pro Stunde. Das ist eine beträchtliche Schlagkraft, die sicherlich dieses Thema der Arbeitsspitzen, die uns ansonsten bei der Zwischenfruchtsaat sehr häufig begegnen, natürlich extrem entlasten wird. Ja. Und wie viel Kilo Saatgut können Sie mitnehmen? Ja, genau, also eben 15 Kilo können wir jetzt bei der Drohne mitnehmen. Die neueren Modelle können dann schon bis 40 Kilo Saatgut mitnehmen. Aber dann wird halt die Drohne immer größer, das Handling wird schwieriger, deswegen müssen wir mal schauen. Ja, Herr Schmidt, was mir noch gerade einfällt, die Frage, lässt sich mit dieser Technik eigentlich sämtliches Zwischenfruchtsaatgut aussehen? Gibt es da irgendwelche Limitierungen? Ja, also wir können zumindest laut Hersteller bis 5 mm Korngröße streuen. Ich kann durch die Schieberöffnung und durch die Tellerdrehzahl kann ich eigentlich mich auf jedes Saatgut einstellen. Wir haben ja jetzt auch schon sehr viel gestreut, also auch große Mischungen mit bis zu 14 Komponenten, wo dann von der Wiege bis zum Laien alles mit drin war. Und auch das hat super funktioniert. Wir haben auch ein sehr schönes Streubild hinbekommen. Also ich würde sagen, alle gängige Zwischenfruchtmischungen, die es so am Markt gibt, können wir auch ausstreuen damit.
Ja, wir haben heute hier eine Zwischenfruchtmischung ausgesät aus mehreren Komponenten. Phacelia Mandelsaat, Alexandrinerklee, Rauhafer und Ramtilkraut. Das ist die Mischung Streufix von Freudenberger gewesen. Jetzt wollen wir uns mal das Streuergebnis hier im Bestand ansehen. Wir finden hier einen recht gut und gleichmäßig verteilten Samen. Wir finden den Rauhafer, wir finden die Kleesamen. Die etwas dunkleren Ramtilsamen sind nicht so gut zu erkennen, aber natürlich auch zu finden. Wie zu Beginn schon erwähnt, hat die Vorerntesaat weitreichende Vorteile. Wir nutzen ein Zeitfenster, in dem wir noch nicht in der Ernte sind, um die Zwischenfrucht auszusäen. Darüber hinaus, Herr Schmidt, haben Sie vorhin erwähnt, dass wir über die Vorerntesaat, in dem Fall mit Ihrer Drohne, auch einen Entwicklungsvorsprung der Zwischenfrucht beobachten können. Würden Sie das Ihrer Erfahrung nach so auch deutlich unterstreichen? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss ja sehen, wenn wir im Zeitfenster 2 bis 4 Wochen vor der Ernte schon Zwischenfrucht säen. Jetzt natürlich liegt sie auf dem blanken Boden, aber wir sind da ja auch noch am Finden von geeigneten Kulturen, die sich da langfristig dann durchsetzen für sowas. Aber ich habe dann eben diese 2 bis 4 Wochen Entwicklungsvorsprung. Und wenn ich jetzt nach der Ernte erst komme, sofern ich die Zeit habe, direkt nach der Ernte Bodenbearbeitung und Aussaat zu machen oder eben Aussaat mit dem Schneckenkornstreuer, dann fehlen mir diese 2 Wochen schon. Und eben, ich kann halt auch in dem Zeitfenster vorher mal einen Regenschauer abpassen. Wir können mit der Drohne bei Regen fliegen. Das heißt, wir können eigentlich auch zu dem Zeitpunkt, wo dann die Keimbedingungen eben optimal sind, aussäen. Gibt es denn Vorfrüchte, die sich besser oder schlechter eignen für dieses Verfahren Ihrer Ansicht nach? Ja, also das Thema ist halt bei der Hauptfrucht oder in die Frucht, in die ich streuen will, die sollte halt einen relativ offenen Bestand haben. Wir sehen ja jetzt bei dem Weizen, der wird relativ dünn, wenn er abreift. Ja, wenn ich jetzt eine Gerste nehme, die hat Granne, Gerste neigt eher zu Lager, beziehungsweise die knickt ja auch ein. Und dann verschließe ich mir halt eben den Boden oben und habe dann schlechtere Chance, dass das Saatgut auf den Boden fällt. Und da sind wir jetzt also, die viele Versuche laufen halt im Weizen, weil der sich am besten eignet, aber wir haben auch 1 Hektar Wintergerste zum Beispiel eingesät und auch in Roggen, um eben zu sehen, wie viel Saatgut kommt tatsächlich nachher auf dem Boden an und wie gut ist auch der Auflauf, wenn ich so einen dichten Bestand dann habe. Nach der Weizenernte werden wir auf dieser Fläche verschiedene andere herkömmliche Technikvarianten zur Zwischenfruchteinsaat installieren, um am Ende des Jahres auch einen Vergleich der Feldbestände, der Zwischenfruchtbestände vorzunehmen. Hierzu planen wir Ende Oktober, Anfang November einen Live-Feldtag, wozu ich Sie schon recht herzlich einladen möchte. Wenn Sie sonst Fragen zur Zwischenfruchtsaat haben, dann wenden Sie sich an unser Pflanzenbauteam.